von Arjen Robben im DFB-Pokal-Halbfinale. Aber der Sieger, der kommt aus Franken und hat mit seinem Tor dafür gesorgt, dass der Bayern-Treffer tatsächlich in Bayern bleibt. Marcel Kuhlmann, 13 Jahre, D-Jugend, VfL Nürnberg. Ist längst mit den Weltstars auf Augenhöhe und misst sich auch gerne mal mit Arjen Robben. Einfach und doch wirkungsvoll an dreien vorbei. Mann, was ist das ein Sport? Robben! Robben! Arjen Robben! Robbens Tor, mit Verlaub, Kinderfasching. Denn Marcel war noch besser. Mit diesem Gusto-Stückchen gewinnt er den Bayern-Treffer März. Im Repertoire des Vollblutstürmers selbstverständlich auch Maradonas Hand Gottes. Also warum ist Marcel besser als Robben? Weil er mehr Talent hat. Genau, deshalb ein leichtes für Marcel, das Tor nachzustellen. Und da ist es! Gleich beim 34. Versuch sitzt das Ding. Ja, ich finde das von mir schöner. Warum? Ja, ist doch klar. Sehen Sie selbst. Überdies, Arjen Robben verdient mehrere Millionen im Jahr. Marcel bekommt 3 Euro Taschengeld die Woche. Sollte der FC Bayern mal drüber nachdenken. Marcel, du hast den Bayern-Treffer verdient, weil du besser als Arjen Robben bist. Da schauen sogar die Bayern auf. Marcel schlägt Robben und Teamkamerad Olli gewinnt im Herbst 2009 gegen Holger Badstuber. So viel Talent beim VfL Nürnberg. Einfach unglaublich. So, genug Sofasport. Jetzt sind Sie selbst gefordert.